Der Grund, warum ich am Erscheinungstag von Elon Musk in die Buchhandlung eile und ohne Probleme bereit bin, 38 Euro auf den Tisch zu legen, ist nicht Musk, sondern der Schriftsteller und Biograf Walter Isaacson. Dass in Steve Jobs Biografie war natürlich gut erzählt, recherchiert und objektiv beschrieben, aber das Besondere war, dass ich das Buch damals wirklich wie ein Roman gelesen hat. Und das schaffen eben nicht viele. Jetzt also Elon Musk. Der polarisierende Visionär, zu dem jeder und jede eine Meinung hat. Die meisten stößt die Impulsivität und Rücksichtslosigkeit ab. Dieser Mann scheint uns irgendwie fremd zu sein. Aber wie bleibt man als Schriftsteller, der dazu noch hunderte Stunden mit Musk verbracht hat, objektiv? Bei Lex Fridman im Podcast sagt Isaacson, er beginne im Kopf gern mit folgender Phrase. Let me tell you a story. Was vielleicht erklärt, warum seine chronologisch geschriebenen Bücher so unterhaltsam sind. Auf die Frage, für wen er schreibt, sagt er, the open-minded reader. Und dem fühlt sich Isaacson verpflichtet. Für den open-minded reader spricht er unzählige Male mit Musk selbst und mit weit über 100 Menschen aus seinem Umfeld. Sogar mit Musks Vater Errol, mit dem weder Elon noch sein Bruder Kimball Kontakt haben. Alle Quellen sind am Ende des Buchs aufgelistet. Nichts bleibt anonym, voller Transparenz. Seit 2007 bis ungefähr letztes Jahr war es eine ununterbrochene Qual. Du hast eine Knarre an der Schläfe. Bring Tesla zum Laufen, zieh ein Kaninchen aus dem Hut und dann noch eins. Ein ganzer Haufen Kaninchen flog da durch die Luft. Wenn das nächste Kaninchen nicht rauskommt, bist du erledigt. Das geht nicht spurlos an einem vorüber. Man kann nicht in einem ständigen Überlebenskampf sein, immer auf Adrenalin, ohne sich Schaden zuzufügen. Aber noch etwas habe ich dieses Jahr gemerkt. Der Überlebenskampf gibt einem auch eine Weile Antrieb. Wenn es dann plötzlich nicht mehr um Leben und Tod geht, ist es nicht mehr so einfach, sich jeden Tag zu motivieren. Unsere Aufgabe als Leser ist also, möglichst unvoreingenommen an die Geschichte dieses Mannes heranzugehen. Und im Gegensatz zu Musk hatte ich Zeit, dieses 774 Seiten starke Buch zu lesen. 2 Wochen habe ich gebraucht, dabei 18.000 Wörter herausgeschrieben. Das allein klingt heute fast wie eine Leistung. Die ist es aber nicht. Gerade im Verhältnis zu einem Leben wie dem von Musk. Seine Geschichte ist aufregend wie unheimlich gleichermaßen. Dass dieser impulsive, teils manische Mann mit Asperger, der mit SpaceX die Raumfahrt privatisiert, mit Tesla erneuerbare Energien revolutioniert, mit Neuralink eine Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer schafft, einen humanoiden Roboter lernen lässt, wie ein Mensch zu handeln, in die Meinungsfreiheit eingreift und den Mars besiedeln möchte, um das menschliche Bewusstsein zu retten. Die Menschheit retten, das ist seine Mission. Aber die große Frage muss jetzt schon lauten, ist das erstens möglich und zweitens, will die Menschheit überhaupt gerettet werden? Er war auch ein großer Comic-Fan. Die unbeirrbare Leidenschaft der Superhelden beeindruckte ihn. Immer versuchten sie, die Welt zu retten. Mit außengetragener Unterhose oder in diesen hautengen Rüstungen, was ja ziemlich seltsam ist, wenn man so darüber nachdenkt, sagt er. Aber sie versuchen wirklich, die Welt zu retten. Isaacson erzählt uns zuerst aus Südafrika, wo Musk, seine Mutter und seine Geschwister unter einem tyrannischen Vater aufwachsen, der sie manipuliert und erniedrigt. Musk soll sich emotional abgeschottet haben, was später wohl zu absoluter Risikobereitschaft führte, die sich dann unternehmerisch als unverzichtbar herausstellen sollte. Wir erfahren von Musks Gier nach Sturm und Drama, von seiner Fähigkeit, sich zu fokussieren und von Einsamkeit. Er beginnt Science-Fiction zu lesen und der Roman Per Anhalter durch die Galaxis sollte neben vielen anderen Antrieben den Rest seines Lebens als Treibstoff dienen. Aus dem Buch nahm ich mit, dass wir den Entfaltungsspielraum unseres Bewusstseins erweitern müssen, damit wir eher in der Lage sind, Fragen bezüglich der Antwort zu stellen. Und diese Antwort ist das Universum. Was unterscheidet Elon Musk neben Fokus, Risikobereitschaft und Rücksichtslosigkeit von anderen CEOs? Warum ist er in so vielen verschiedenen Bereichen erfolgreicher als andere? Zuallererst muss man wohl ein Wort nennen, das Musk selbst immer wieder nutzt, wenn es darum geht, zu beschreiben, wie er sich Arbeit in seinen Unternehmen vorstellt. Hardcore. Das Gegenteil zur Wohlfühlatmosphäre. Eines von Musks Lieblingswörtern und Prinzipien war Hardcore. Schon bei der Gründung von Zip2 hatte er es benutzt, um zu beschreiben, wie er sich Organisationskultur vorstellte. Das allein wäre aber zu einfach. Ein Vorteil ist, dass Musk selbst wirklich Ahnung von Technik hat und vorlebt, was er erwartet. Er ist kein Schwätzer, weshalb viele härter für ihn arbeiten.
Außerdem hinterfragt er bestehende Regeln, die häufig veraltet sind, und treibt damit Innovation voran, während er gleichzeitig die Preise drückt. Dazu kommt, dass er, nachdem er beim ersten Tesla große Probleme mit den Lieferketten hatte, Wert auf End-to-End-Produktion, also auf die eigene Entwicklung und Produktion von fast allem legt. Wobei die Designbüros sich in der Nähe der Produktionsbänder befinden. Musk steckte Ingenieure und Designer in einen Raum. Die Vision war, dass wir Designer hervorbrachten, die dachten wie Ingenieure, und Ingenieure, die dachten wie Designer, so von Holzhausen. Hinzu kommt mittlerweile das Zusammenspiel zwischen den Unternehmen. Egal, ob es um Materialien oder Daten für das KI-Training geht, der Austausch zwischen SpaceX, Tesla, Twitter und xAI ist von größter Bedeutung und mit nichts zu vergleichen. Zusammengefasst wird ein Großteil von Musks Erfolg in seinem sogenannten Algorithmus, einer Art Leitfaden für alles, was er tut. Wer möchte, pausiert kurz, um ihn zu lesen. Was vielleicht aber das wichtigste Wort ist, um Musks Erfolg zu verstehen, ist Dringlichkeit, die häufig mit heftigen persönlichen Kollateralschäden einhergeht. Als die Produktion für das Model S angelaufen war, hatte er sein Credo in einer E-Mail an seine Mitarbeiter mit der Betreffzeile Ultra Hardcore auf den Punkt gebracht. Darin hieß es: Bitte macht euch auf einen Grad an Intensität gefasst, der alles übersteigt, was die meisten von euch je erlebt haben. Eine Industrie zu revolutionieren ist nichts für schwache Nerven. Musk beschreibt häufig in Alles-oder-Nichts-Szenarien, von Revolutionen, von Notwendigkeiten. Das hat in seiner Dringlichkeit fast schon etwas Biblisches. Das Bewusstsein der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel. Und nur er kann sie retten. Das klingt natürlich komplett wahnsinnig, aber ohne diesen Größenwahn wohl weniger Innovation. Aber liest sich das nicht alles furchtbar trocken, diese Geschichten aus Wirtschaft und Forschung? Überhaupt nicht, weil Elon Musk nicht nur unternehmerisch, sondern auch privat das Drama sucht. So erzählt uns Isaacson in herrlich kurzen Kapiteln, die uns weiter und weiter lesen lassen, von gescheiterten Beziehungen, Intrigen, von Ehre, von Skandalen und Abgründen. Das Leben eines Menschen, der so häufig alles auf eine Karte setzt und dabei die Gefühle der Menschen um ihn herum und seine eigenen ignoriert, das ist leider auf quälende Art und Weise oft sehr unterhaltsam. In beruflicher wie in emotionaler Hinsicht wurde die Zeit im Sommer 2017 bis zum Herbst 2018 zur höllischsten Phase seines Lebens. Schlimmer noch als die Krisen von 2008. Das war die Zeit des stärksten Schmerzes, den ich je verspürt habe, erklärt er. 18 Monate unablässiger Wahnsinn. Es war atemberaubend schmerzhaft. Der Ingenieur und Visionär Elon Musk ist häufig greifbarer als die Privatperson, die schnell gekränkt, impulsiv und trotz 10 Kindern selten zu empathiefähig ist. Phasenweise wird er manisch, versendet nachts dumme Tweets, verschwindet in Verschwörungstheorien und polarisiert. In diesen Momenten, die ihm und seinem Unternehmen immens schaden, versucht sein Umfeld, ihn vor Schlimmerem zu bewahren. Das gelingt nicht immer. 2018 twittert er, nachdem er mit dem Leiter des staatlichen saudi-arabischen Investmentfonds über eine mögliche Privatisierung von Tesla gesprochen hatte: Überlege, Tesla für $420 zu privatisieren. Finanzierung gesichert. Die Aktie schießt in die Höhe und Musk hatte eine Untersuchung der Börsenaufsicht am Hals. In der New York Times schrieb der Kolumnist James Stewart über den Privatisieren-Tweet: Er war so impulsiv, potenziell inakkurat, armselig formuliert und durchdacht und mit so derart harschen möglichen Konsequenzen für sich selbst, Tesla und dessen Aktionäre verbunden, dass das Board nun eine heikle, aber lebenswichtige Frage stellen muss. In welcher geistigen Verfassung hat Mr. Musk ihn geschrieben? Die Mission, den Mars zu erreichen und damit das menschliche Bewusstsein zu erhalten, halten ihn in der Folgezeit vermutlich handlungsfähig. Außerdem wird, als Google DeepMind ein Forschungslabor für künstliche Intelligenz kauft, seine Angst vor einer menschenfeindlichen KI immer größer. Mit der Finanzierung vom Open-Source-KI-Projekt OpenAI beginnt für Musk eine weitere Hauptmission: künstliche Intelligenz sicher für den Menschen machen. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit einem Zeitraum von ungefähr 4 Jahren. Das liegt hauptsächlich daran, dass Walter Isaacson in dieser Zeit Zugang zu Musk und den anderen Quellen hatte. Er ist dabei, als Musk zum reichsten Menschen der Welt wird und der später fast aus einer Laune heraus Twitter kauft, um, wie er sagt, die Unterdrückung der Meinungsfreiheit zu verhindern. Was vielleicht wie ein nobler Ansatz klingt, wirkt in Isaacsons Schilderung aber mehr wie ein Raubzug ohne Kompromisse. Bei Musks Übernahme am 27. Oktober hatte es knapp 8000 Beschäftigte gegeben. Mitte Dezember waren es nur noch etwas mehr als 2000.
Musk hatte die größte Veränderung einer Unternehmenskultur ausgelöst, die es je gab. Twitter war von einem der angenehmsten Arbeitgeber mit kostenlosen, frisch zubereiteten Mahlzeiten, Yoga-Studios, bezahlten Ruhetagen und der Sorge um die Psychological Safety ins andere Extrem gewechselt. Man steht nicht allein da, wenn man Musk in vielen Situationen als Arschloch bezeichnet. Die emotionale Kälte, die dieser Mann einzelnen Menschen entgegenüberbringt, wechselt sich glücklicherweise aber mit trockenem Pragmatismus. Etwas, das notwendig scheint, wenn man bedenkt, dass Musk mittlerweile wohl mehr Macht hat als die meisten Staaten. Ein gutes Beispiel dafür ist der Krieg in der Ukraine. Ohne Starlink kein Internet und ohne Internet wäre es vermutlich schnell zur Kapitulation gekommen. Ohne Starlink hätten wir den Krieg schon verloren, äußerte sich ein ukrainischer Kommandant gegenüber der Zeitung. Hat dieser Mensch zu viel Macht? Oder wird seine Dringlichkeit die Menschheit retten? Das beantworten natürlich auch keine 750 Seiten, aber als ich das Buch zuschlage, bin ich schlauer, bin mir wieder bewusster, wie komplex die Dinge sind und wie nah die Menschheit am Abgrund stehen könnte. Und dann stelle ich mir diesen Typ vor, wie er etwas hüftsteif durch die Designstudios und Produktionsstätten von Tesla und SpaceX läuft und Produktionsfieber auslöst, die seine Belegschaft an die absoluten Belastungsgrenzen bringt. Wie er vom Mars redet und vom Bewahren des menschlichen Bewusstseins. Und ich glaube ihm, wenn er sagt, dass es ihm nicht um persönlichen Reichtum geht. Ich glaube ihm, dass er eine Mission hat und dieser Mission alles unterordnet. Die Menschheit retten. Und dafür heißt die einzige notwendige Anweisung Hardcore. Das ist so aufregend wie unheimlich und sorgt im Hier und Jetzt auch für großes Leid. Wir saßen an einem sonnigen Frühlingstag in einem friedlichen Patio auf der Terrasse neben einem Swimmingpool, zusammen mit Zwillingen, die mit strahlendem Blick gerade lernten zu krabbeln, während Musk düster über das Zeitfenster zur Einrichtung einer nachhaltigen menschlichen Kolonie auf dem Mars spekulierte, bevor eine KI-Apokalypse die Zivilisation auf der Erde zerstörte. Aber wer schützt dann die kleine, schutzlose menschliche Marskolonie vor den Atomsprengköpfen der feindlichen KI? Warum sollte die Besiedlung des Mars helfen, die Menschheit zu retten? Ich persönlich denke, dass wir vergehen werden, wie alles vor uns und alles nach uns. Und dass das auch in Ordnung so ist. Und vielleicht schwebt in tausenden von Jahren noch ein menschliches Raumschiff lautlos durchs All, an Bord diese kleine Flamme menschlichen Bewusstseins in der Unendlichkeit. Wer weiß es schon. Enden möchte ich mit einem längeren Zitat aus Isaacsons fantastischer Biografie. Es ist ein wichtiges Buch und wahrscheinlich sogar die wichtigste Biografie unserer Gegenwart. Und eigentlich wollte ich noch über die teils grenzwertige Produktion und Übersetzung der gebundenen Ausgabe sprechen, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt für den Algorithmus. Wer das Buch kaufen oder Audible ausprobieren möchte und mich dabei unterstützen will, nutzt die Links in der Beschreibung. Ich danke euch. Bis bald. Entschuldigen Kühnheit und Selbstvertrauen, die ihn zu Höchstleistungen anspornen, sein schlechtes Benehmen, seine Kaltschnäuzigkeit, seine Rücksichtslosigkeit? Die Zeiten, in denen er ein Arschloch ist? Die Antwort lautet nein, natürlich nicht. Man kann die guten Eigenschaften eines Menschen bewundern und die schlechten beklagen. Doch es ist auch wichtig zu verstehen, wie die einzelnen Stränge miteinander verwoben sind und das zuweilen aufs Engste. Die dunklen Partien zu entfernen, ohne das gesamte Gewebe zu beschädigen, kann sich als schwierig erweisen. Mit Schwächen behaftet sind, wie Shakespeare uns lehrt, alle Helden. Manche tragisch, andere besiegt. Und diejenigen, die wir als Schurken abstempeln, sind mitunter vielschichtig. Selbst der Beste, schrieb Shakespeare, sei geformt aus Schuld.